Die Zeit ist reif für das nächste Hauptprojekt. Lylat Wars. Und für alle, die sich fragen, was das soll, wird es nun Antworten geben. Was hat es mit diesem Projekt auf sich? Was erwartet euch? Ihr erfahrt es nach diesem Intro. Message from General Pepper. Priority 1. We need your help, Star Fox. Andross has declared war. He's invaded the Lylat system and is trying to take over Corneria. Our army alone can't do the job. Hurry, Star Fox. Und das sind die Hauptprotagonisten. Slippy Toad. Peppy, do a barrel roll here. Do a barrel roll. Falco Lombardi. Und der Anführer, Fox McCloud. Unser nächstes Hauptprojekt, Lylat Wars. Ein Shoot'em'up für den Nintendo 64 und einer meiner ganz großen All-Time-Favorites. Ja, und für alle, die sich fragen, was das soll, die ja schon mitbekommen haben, dass ich dieses Projekt ja schon einmal gemacht habe, das ist jetzt über ein Jahr her jetzt schon, werde ich jetzt mal erklären, warum dieses Projekt von mir nochmals aufgenommen wird. Und zwar, ihr habt das... Wenn ihr damals das Lylat Wars Projekt gesehen habt, ihr werdet ja sicherlich festgestellt haben, ich war damals noch ein bisschen unerfahren. Ich habe, von der Qualität her noch nicht so, sind wir ganz ehrlich, die Qualität war nicht so besonders. Die Aufnahme mit Camtasia, das Spiel war zu dunkel, der Emulator hat andauernd gehangen und auch vom Kommentarstil hätte man das sicherlich besser machen können. Und ja, deswegen habe ich mir gedacht, gerade weil mir Lylat Wars eben so am Herzen liegt, weil es wirklich ein grandioses, wirklich tolles Spiel ist, will ich das Ganze nochmal Let's Playen. Diesmal mit dem Wissen, was ich jetzt habe als Let's Player, mit dem technischen Know-how und Know-how, genau. Und jetzt auch mit USB-Grabber. Also das heißt, ich spiele auf dem normalen Nintendo 64. Und ja. Damit sich das Ganze aber jetzt auch so ein bisschen von dem vorherigen Projekt abhebt, gibt es ein paar Neuerungen. Und während wir nun den Trainingsmodus betreten, werde ich euch mal erklären, was das für Neuerungen sind. So, das ist der Trainingsmodus und ich erzähle euch über die Neuerungen von diesem Projekt. Zunächst einmal, Lylat Wars ist ein On-Rail-Shooter, das heißt, wir bewegen uns die meiste Zeit hier nach vorne und versuchen, die Gegner abzuknallen, die uns dann hier auf dem Weg erreichen. Hier im Trainingsmodus versuche ich jetzt durch alle 100 Ringe zu fliegen, während ich erkläre. Ja, also, es gibt eine Änderung. Und zwar werde ich das Ganze hier nicht mehr alleine aufnehmen. Nein, ich habe mir eine ganze Palette von wirklich, wirklich, wirklich großartigen Gastkommentatoren eingeladen. Es wird in jedem Part, und das ist wie beim letzten Let's Play auch, ich werde nur ein Level pro Part zeigen. In jedem Part wird ein neuer Gastkommentator dabei sein, das heißt, es wird keinen Dauergast geben. Es wird wirklich in jedem Part wird ein neuer Gastkommentator dabei sein, bis auf eine Ausnahme, ein Let's Player, der bei zwei Parts dabei ist. Viele, viele dieser Gastkommentatoren haben schon mitgemacht. Also ich habe schon einige Aufnahmen gemacht. Viele sind aber auch noch nicht gemacht. Ich muss aber wirklich sagen, ich bin echt stolz. Ich bin wirklich froh, dass wirklich die meisten Leute, die ich angeschrieben hatte damals, auch wirklich zugesagt haben. Und ich jetzt wirklich über 30 Gastkommentatoren zusammen habe mittlerweile. Das ist wirklich eine tolle Sache, die mich sehr freut, die mich sehr stolz macht und... Da wollte ich an dieser Stelle nochmal Dankeschön sagen an alle, die zugesagt haben, an alle, die jetzt auch schon dabei waren und schon Aufnahmen mit mir gemacht haben.
Und also, das sind wirklich Leute, eine ganz bunte Palette vom Kommentarstil. Wirklich bekannte Leute sind dabei, auch relativ unbekannte Leute sind dabei. Also wirklich eine gute Mischung. Und ich muss wirklich sagen, die bisherigen Aufnahmen, die haben sehr viel Spaß gemacht und es ist wirklich toll. Also, euch erwartet auf jeden Fall ein Gastkommentator-Projekt mit sehr, sehr vielen unterschiedlichen Gastkommentatoren. Das ist die erste Änderung. Die zweite Änderung ist so ein bisschen erzwungen. Und zwar, damals war ich viel, viel eingeübter in diesem Spiel. Ich habe das Ganze zwar auf Emulator gezockt, deswegen war die Steuerung immer ein bisschen hakelig und es hat nicht alles so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt hatte. Aber insgesamt waren meine Skills damals doch deutlich höher, als das jetzt der Fall ist. Ich habe das Spiel jetzt wirklich exzessiv das letzte Mal vor anderthalb Jahren gezockt. Und insofern bin ich da ganz schön eingerostet und auch wirklich sehr schlecht geworden. Das heißt, es werden auch diesmal tatsächlich Fails dabei sein, also wirklich auch Levels. Wo ich einfach mal drauf gehe, weil ich all meine Energie verloren habe. Oder einfach mal sogar die Medaille gar nicht erst zusammenbekomme von den Abschüssen her. Kein Witz, sogar das gab es. Und zumindest auf einem Planeten, wo es relativ schwierig ist, die Medaille zu bekommen. Und also da wird es diesmal tatsächlich im Vergleich zum letzten Mal auch wirklich Fails geben. Das ist also die zweite Änderung. Weil eben einfach wirklich meine Skills in diesem Spiel sehr stark nachgelassen haben. Also daran werdet ihr euch gewöhnen müssen. Wenn ihr sehen wollt, wie man es halbwegs richtig macht, dann schaut euch vielleicht doch lieber das erste Let's Play von Lynette Wars an. Weil da waren zum Teil, auch wenn sie es jetzt von den Abschusszahlen nicht besonders unterscheidet, es waren zum Teil doch wirklich die deutlich besseren Leistungen. Und, naja. Nur, dass ihr da Bescheid wisst. Also so ganz so profimäßig wird das hier wahrscheinlich nicht mehr. Liegt auch so ein bisschen daran, ohne dass ich jetzt den Gastkommentatoren Vorwürfen machen will, aber es liegt auch so ein bisschen daran, dass ich mit Gastkommentator immer deutlich nervöser bin als ohne Gastkommentator. Ich muss auch an dieser Stelle wirklich dann dazu sagen, eben dadurch, dass meine Skills so nachgelassen haben, werde ich auch definitiv keinen Highscore-Run daraus machen. Ich habe mir das am Anfang überlegt, ob ich es vielleicht machen soll, aber das bedeutet wirklich sehr viel Stress. Da muss ich zum Teil, werde ich dann 3 Stunden für eine Aufnahme von einem Level brauchen, weil ich nicht zufrieden war mit der Abschusszahl. Und das will ich mir nicht antun, deswegen machen wir es auf diese Art und Weise und ein ganz normaler Run, aber eben mit Gastkommentatoren. Alle Levels werden von mir gezeigt in beiden Schwierigkeitsgraden. Und da könnt ihr mal sehen, ne? Also ich werde hier wirklich alles zeigen. Insgesamt, wenn man jetzt diesen Intro-Part, diesen Trainings-Part mitzählt, sind es sogar 33 Parts von Lynette Wars, die euch erwarten. Die werden allerdings nicht so lang, wie vielleicht die anderen Videos von mir. Ihr wisst ja, normalerweise mache ich 15-Minuten-Videos, aber die Levels von Lynette Wars sind eben zum Teil sehr kurz, für diejenigen, die das Spiel nicht kennen. Das bedeutet also, dass manche Parts vielleicht wirklich nur 7-8 Minuten lang sind. Wobei ich natürlich schon das Ganze versucht habe zu strecken, indem ich dann noch mit den Gastkommentatoren ein bisschen gelabert habe. Und ja, teilweise wirklich das Wort dann auch an meine Gastkommentatoren übergeben habe. Und da kommen wir auch so ein bisschen zur dritten Änderung. Ich werde nicht mehr so viel erklären können, wie es noch im ersten Lynette Wars Let's Play der Fall war. Weil sonst kommt der Gastkommentator gar nicht mehr zu Wort. Wie gesagt, die Levels sind sehr kurz und wenn ich dann zu jedem Level noch alles erklären würde ausführlich, dann wäre der Gastkommentator dabei und käme eigentlich im Grunde gar nicht zu Wort. Deswegen wird nicht allzu viel erklärt, deswegen wird einfach nur das Nötigste gezeigt und ansonsten draufgeballert. Ja! So wie ich das hier gerade in der offenen Formation mache. Es ist zwar hauptsächlich ein On-Rail-Shooter, aber diese offene Formation, der kann man sich frei bewegen, das finde ich richtig klasse. Die Levels in der offenen Formation sind somit meine Lieblingslevel in Lynette Wars. Highscore-technisch bin ich auch dort irgendwie somit am besten. Also in den On-Rail-Levels bin ich nicht ganz so gut, aber in der offenen Formation habe ich zum Teil recht gute Ergebnisse erzielt, muss ich wirklich sagen. Gut. Was gibt es sonst noch zu sagen zu Lynette Wars?
Ich würde einfach mal vorschlagen, wir beenden einfach mal gleich den Trainingsmodus. Und ja, ich zeige euch nochmal das Intro vom Spiel. Das gehört auch dazu, da müssen wir das im ersten Part nicht machen. Und ihr könnt direkt den ersten Gastkommentator genießen. So. Also, es gibt zunächst einmal, es gibt noch zwei Schwierigkeitsgrade. Das eine ist das normale Spiel, das andere ist der Profi-Modus, für den ihr allerdings, um diesen freizuschalten, alle Medaillen gesammelt haben müsst in allen Levels. Medaillen gibt's dafür, wenn alle Teamkameraden am Leben bleiben und man eine gewisse Zahl an Abschüssen erreicht hat. Ja, so viel dazu. Also, nicht wundern, wenn ihr das Spiel habt und es gibt bei euch keinen Profi-Modus. Das liegt einfach daran, dass ihr noch nicht alle Medaillen habt. Da das bei mir schon der Fall ist, ja, ist das hier schon freigeschaltet und ich werde aber auf jeden Fall mit dem normalen Spiel beginnen. So. Und nun viel Spaß bei einem kleinen Intro. Corneria, fourth planet of the Lylat system. The evil Andross turned this once thriving system into a wasteland of near extinction. General Pepper of the Cornerian army was successful in exiling this maniacal scientist to the barren, deserted planet, Venom. 5 years later, General Pepper noticed strange activity coming from Venom. James McCloud, Pygma Dengar, and Pepe Hare of the Star Fox team were sent to investigate. Upon their arrival, Pygma betrayed the team, and James and Pepe were captured by Andross. Pepe barely escaped Venom and returned home to tell James' son, Fox, about his father's fate. A few years have passed. Andross has again invaded the Lylat system. General Pepper has turned to a new Star Fox team, headed by Fox McCloud, to save Corneria and free the Lylat system once again. Das Lylat-System. Und hier sehen wir die einzelnen Planeten. Es geht los und damit wird dann auch der erste Part beginnen. Mit dem Planeten Corneria, der Heimat von Fox McCloud. Dann machen wir weiter hier auf der rechten Route, die ihr hier seht. Ich zoome mal ein bisschen raus, so. Also ihr seht hier drei Routen, das eine ist die schwere Route ganz links, dann die mittelschwere Route in der Mitte und ja, die leichte Route befindet sich hier ganz rechts. Wir werden also am Anfang im normalen Spiel so vorgehen, dass wir die einzelnen Routen nacheinander abfliegen. Das heißt, wir beginnen mit der leichten Route, mit Corneria, Meteo, Fortuna, Sektor X, Titania, dem Bolt-Satelliten und letztendlich Venom. Dann in der mittleren Route geht es weiter mit, ich kann nicht näher ranzoomen, verdammt, mit Katina, Solar, diesem grauen Planeten hier, Macbeth, und dann wechseln wir auf die schwere Route, dann geht es los mit Sektor Y, Aquas, Zones, Sektor Z, die Verteidigungsbasis Area 6 und dann sind wir schon wieder auf Venom. Ja, also in dieser Reihenfolge werden wir vorgehen. Es kann hin und wieder sein, dass dieses Projekt, das muss ich noch dazu sagen, in eine kleine Pause gehen muss, weil ich das Ganze eben halt in dieser Reihenfolge zeigen möchte, wie ich es euch gerade gesagt habe. Bin ich immer so darauf angewiesen, dass das mit den Gastkommentatoren hinhaut zeitlich und es kann natürlich hier und da wirklich dann passieren, dass ich mal eine Weile nicht weitermachen kann, was oftmals auch an mir liegt, nicht unbedingt an den Gastkommentatoren, weil wir es eben nicht hinbekommen haben, den nächsten Planeten aufzunehmen und dann kann es sein, dass es vielleicht hier und da ein paar Tage dauert, aber ich versuche es wirklich zu vermeiden, Leute, so viel sei gesagt. Gut. Das waren jetzt wirklich sehr viele Infos zu diesem Projekt. Lylat Wars, das soll wirklich episch werden. Also, das soll wirklich ein Meilenstein in meiner Let's Play-Historie werden. Und ich bin echt froh, dass so viele Leute zugesagt haben, mir dabei zu helfen, dass dieses Projekt, Lylat Wars, eines der tollsten Spiele überhaupt, meiner Meinung nach, ein ganz großes Projekt wird.
Vielen Dank an alle Gastkommentatoren, vielen Dank an alle, die sich das hier anschauen wollen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal im ersten Part, wenn es nach Corneria geht.